Schoß. Nein, heute bin ich an der Reihe. Heute Na komm, ist mein euch Tag. Nicht um mich. Dieser Film erzählt eine wahre Geschichte. Weißt du, ich bin in Persien geboren. Und heute nennt man dieses Land Iran. Aber ich habe Angst davor. Versteh mich doch bitte. Ich will doch nur für 2 Wochen zu Hause meine Familie besuchen. 1984 begleitete Betty Mahmoudi ihren Mann in den Iran. Sie nahm ihre Tochter mit. Hier hat sich alles geändert. Ihr Mann versprach, sie zu beschützen. Ich weiß, dass es eine andere Kultur ist, die ich nur nicht verstehe. Er versprach, dass sie bald wieder nach Hause fahren würden. Du hast noch gar nicht deine Sachen gepackt, Liebling. Soll ich das für dich tun? Nein. Es war alles Lüge. Ich weiß nicht, wie ich dir das beibringen soll. Wir bleiben hier, wir fahren nicht zurück. Ich will, dass wir im Iran leben. Das ist doch Wahnsinn! Ich bin Amerikanerin und deine Tochter auch! Ich weiß, dass das die richtige Entscheidung ist. Versuch es doch wenigstens. Nein! Ich bleibe nicht hier! Du kannst mich nicht... Oh doch! Und jetzt hör mir mal genau zu. Du bist jetzt in meinem Land. Du bist meine Frau. Du tust, was ich dir sage. Hast du verstanden? Nicht ohne meine Tochter. Wenn Sie einen Iraner heiraten, werden Sie automatisch iranische Staatsbürgerin. Ich hab dir gesagt, du rührst das Telefon nicht mehr an und gehst nicht mehr aus dem Haus. Die Gesetze sind sehr hart für iranische Frauen. Es ist deine Pflicht, deinem Mann zu gehorchen. Du darfst ihm nichts verheimlichen. Sie haben kein Recht auf ihr Kind. Ich bleibe bei dir. Ich helfe dir. Wenn Sie das tun, begehen Sie eine Todsünde und dafür können Sie hingerichtet werden. Es gibt 3 verschiedene Wege, dieses Land zu verlassen. Ich verspreche dir, ich lasse dich nicht allein. Du wirst Mahtab nie mehr wiedersehen. Hast du das verstanden? Wollen wir zusammen beten? Ah! Bitte nimm sie nicht mit! Bitte, lieber Gott, hilf uns, dass wir aus diesem Land herauskommen. Ah! Und beschütze uns immer. Daran wollen wir ganz fest glauben. Helfen Sie uns bitte! Wir müssen jetzt gehen. Die Geschichte der Betty Mahmoudi hat Millionen Menschen tief bewegt. Einer der größten Bucherfolge der letzten Jahrzehnte. Jetzt als Film. Was habt ihr mit dir gemacht? Mami! Nicht ohne meine Tochter.